Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum 2021. Jo, wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, auf dem Weg zum Angreifen. Das war jetzt genau, ja, weiß nicht, 5 Minuten nach der letzten Aufnahme. Und jo, wir haben einfach Sama verteidigt und andere Level 60er. Also sind einfach dann noch zu den anderen, ja, Shanari Castle war im letzten Part auch schon eingenommen, glaube ich. Aber auf jeden Fall noch zu Manny gegangen und wir hatten hier ein leichtes Spiel. Und ja, wir sind mehrere Unterlevelige, also ein paar sind sogar sehr leicht und normal. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt nicht gerade so extremst angegriffen werden. Jo. Also. Weil, also die anderen kommen jetzt auch zusammen, aber hier vorne möchte ich jetzt noch nicht sein. Ja gut, wir können ja schon mal absteigen. Aber das wirklich normale sind, ja, und ein Level 60er wahrscheinlich, bringt es das jetzt noch nicht, das wirklich auch zu kämpfen. Ja, es sind wirklich sehr viele normal, also es könnte wahrscheinlich bis Level 55 ein Fall sein. Und ab Level 55 bis 60 anspruchsvoll. Ja. Jo, genau, da war vorher noch ein Zwangenangriff, aber wir haben den gut eigentlich geschafft. Zwei Jäger und ich glaube noch ein Schützen griffen einfach von hinten an, also eigentlich von Fortseite. Jo. Aber sie waren natürlich ja jetzt nicht gerade so stark, dass sie uns besiegen konnten. Wir waren eigentlich recht gut gebufft durch die zwei, jetzt sogar drei Beschwör. Vier sogar? Okay. Ganz oben ist auch noch ein Beschwör. Ja, es ist eine komische Gruppe. Alle wollen Beschwörer spielen oder Hexenmeister. Naja, immerhin noch ein Ritter. Ja, ist wirklich jetzt nicht gerade so optimal. Aber damit, ja, die Leute immer diese, ich weiß nicht, wie viel die kosten, aber manche Leute geben extremst viel Geld aus für das Spiel. Das ist unglaublich, also. Ich meine einfach so Level 50er, ja noch weniger, mit einem Alastor-Bogen Skin. Ja, da muss schon viel kosten. Also das ist jetzt nicht ein Alastor, also das ist ein Stab, aber der eine, der hat einen Alastor-Bogen, aber ich finde ihn jetzt gar nicht mehr. Jo. Der ist wieder weg. Scheinbar. Es passiert jetzt wirklich noch nicht viel. Scheinbar sind wir einfach zu wenige, um das Tor anzugreifen. Da ist er. Und er ist einfach, eine einfache Schütze. Ja. Das glaube ich mag noch nicht. Die haben sich halt auch verändert, also viele Skins wurden irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das für schönen so nennen soll. Aber immerhin noch ein bisschen anders gemacht. Die waren ja ganz, ganz grün. Also jetzt sieht man wenigstens, dass noch ein anderes Material drin ist. Aber der Alastor-Bogen, ja okay, da hat er auch noch ein bisschen in der Mitte. Aber der gefällt mir. Der ist wirklich schön gemacht. So, Milchschnitte, ja. Erdinger ist natürlich immer der, der am weitesten vorne ist. Er hilft eigentlich relativ viel den Leuten im Reich, aber ist manchmal auch wirklich vorne. Er spielt einfach sehr viel. Drache, was hast du für ein Problem? Ich glaube, der Drache hat wieder. Ja, okay. Er hat sich befreit. Gut.
Ja, der Drache ist wahrscheinlich der Einzige, der so Two- oder One-Hitten kann. Mit seinem Feuerball. Okay, Barbaren, die ungefähr 4000 Schaden machen. Die auch. Er ist noch normaler. Ich dachte, der wäre ungefähr so 57. Nein, ich glaube, er hat gesagt, er ist Level 59 und er ist normal. Komisch. Was ist das nicht seit. Also der Baba ist wahrscheinlich noch Level 56 oder so. Ja, 55. Okay. Ja, jetzt will ich den Erdinger wieder finden. Dann lasse ich einfach den. Ah, nicht schon wieder Sultans Terror. Sultans Terror ist so ein Scheiße. Der Name. Früher konnte ich den nie aussprechen, weil ich habe irgendwas anders gedacht. Ja, sieht nicht gerade so gut aus für uns. Ja, genau. Ey, wo kommen die immer her? Die sind einfach auf der Mauer. Ach Leute, nicht immer mich priorisieren. Weißt du, die anderen sind immer dort, ich gehe dorthin und werde dort dann angegriffen, weil sie nur auf mich gehen. Also nur auf die kleinen, vor allem auf die Beschwörer, also die mit den Stäben. Naja, dann sterbe ich halt, weil die Reichweite, also der Beschi hat ungefähr, weiß nicht, 20 Meter Reichweite. Und alle anderen haben ungefähr so 40 bis 50 Reichweite, das sind natürlich die Ritter und Barbaren. Aber es hat wirklich sehr unfair gemacht gegenüber den Beschwörern. Jo. Ich, ja, sehr klug gewesen von uns. Also, wir will einfach vernichtet werden. Ja, sind halt alles Level 60er in der Gruppe. Wir gehen mal nach Samal wieder. Ja. Sehr viel los. Boah, shit. Die NPCs. Und einfach er noch mit 600, mit 800 Schaden. Nein, ist wirklich nur der NPC gewesen. Genau. Wahrscheinlich noch er einen Zauber eingesetzt, aber das ist einfach unglaublich. Die NPCs, die waren nie stark früher. Ich denke, so seit 2011, seit dem Champions Update, Champions of Update, machen die einfach unglaublichen Schaden. Ist ja auch klar. Aber wieso greifen die Lager an? Wusste der nicht, dass das Lager einfach Schaden? Ja, wahrscheinlich schon. Dass er das nicht mehr wusste oder ja, nicht wusste. Das ist unglaublich. NPCs sind einfach Cheater. Oder Drachen. Drachen sind die größten Cheater. Ja gut, konnte ich ja viel zeigen dieses Mal. Es war einfach unüberlegt von den. Ja, es ist einfach dieses Greed. Ja, ich möchte unbedingt im Reich von den anderen stolzieren. Ich bin ja so stolz. Und das, das geht halt einfach gar nicht. So. Und ich habe Probleme mit der Schokoladenverpackung. Ich möchte jetzt eine Schokolade und kleine Stückchen essen. Bitte geh auf. Wie kann man nur Schokolade so zumachen? Das ist wie Tresor ist, das hat einfach diese billige Schokolade. Was wollt ihr auf der nordöstlichen Brücke überhaupt? Hm.
Ja, aufgeben, hä? Ja gut, wir könnten jetzt noch ein bisschen runter ins Orklager gehen. Aber ja, es geht nicht so gut hier runter, das ist natürlich oberhalb. Wir könnten dem folgen. Ist da auch noch ein Beschwörer oder so? Wir könnten zum Barbar jetzt wechseln. Komm, wir bereiten noch kurz den Barbar vor, aber zuerst tue ich noch kurz ein paar Holz mitnehmen. Ja, mit dem Barbar. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich etwas reisen kann, weil die Stunts natürlich schon recht eigentlich alles zerstören, was man mit dem low-leveligen Barbar machen kann. Ja, es gibt nicht mal ein paar Hickory-Baumstämme hier. Ei, ich brauche doch die. Jo. Okay. Ich habe ein paar gefunden. Jo. Sind halt wirklich, also könnten 5 oder 10 beinhalten. Das ist wirklich so ein mega Grind. Jo. Ich zeige natürlich so Sachen, die wirklich jetzt auch nicht zum Zeigen sind, natürlich nicht lange. Aber dennoch brauche ich ein bisschen. Also mindestens 10 müssen wir jetzt noch sammeln. Jo. Ich muss es ja auch nicht zeigen. Ich kann das wirklich ja. Also ich logge mich jetzt hier aus, also logge mich zum Barbar rüber. So. Und dann müssen wir einfach hier nochmal kurz zurück nach Birka. Das ist, glaube ich, das nächste zum Umskillen. Okay, da irgendwo ist jemand. Sven Chey. Okay. Ja, ich keine Ahnung, was das eigentlich ist. Wieso das Flackern eigentlich bei mir ist, beim neuen PC. Ja, beim alten ist es auch manchmal. Beim neuen ist es immer aktiv. So, da wir eben momentan auch nichts finden mehr, mache ich jetzt eigentlich Reichs Dogfile Cover. Einfach alles in der Reichsschlacht jetzt leveln. Ich weiß nicht, was sie mit den Monster immer wie mehr machen. Also, so mit Level 44 kriegst du noch ein paar Items. Mit Level 50, 51 weiße Items und jetzt findest du einfach gar nichts mehr. Also mit Level 58, ja, bist du eigentlich am Arsch. Ja. Da musst du eigentlich immer ja, alles durch machen. Oder wie heißt der Dungeon? Ja, alles durch. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir Tenas und Vespers einfach auch machen können. Wahrscheinlich schon. Ich habe seitdem keine Dungeons mehr gemacht. Ja. Eben, wir sind die einzigen, die eigentlich noch angreifen können. Und trotzdem sterben wir halt vor dem Lager. Wird das jetzt noch angegriffen? Wahrscheinlich nicht mehr. Vor dem Tor. Ja. Eben, also wirklich extremst unüberlegt angegriffen. Haben die jetzt nie gedacht, dass wir alle vor dem Tor sterben werden? Also ich bin immer so derjenige, der natürlich auch ein bisschen schlau überlegt, lohnt sich jetzt ein Angriff oder nicht? Alle anderen laufen einfach in die Mauer und werden zerfliegt. Ja gut. Es beinhaltet halt auch ein bisschen taktisches Überlegen und viele überlegen überhaupt nicht taktisch.
Naja, Intelligenz unter 90. Also IQ unter 90. Scheinbar. Ja, kann man nichts machen. Also, man sieht ja, man stirbt als erstes, weil die Leute natürlich zuerst die Schlauen bzw. die Unterleveligen erledigen. Weil die Level 60er, die einfach dort reinlaufen, die werden ja sowieso von den NPCs angegriffen. Und deshalb sind wir natürlich das erste Ziel. Ich kenne gar nicht mehr so richtig den Weg, wo man. Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist ein Weg, aber es sind zwei Dinge im Weg, zwei Felsen. Müssen die im Reich niemals, dass die NPCs niemals dort durchlaufen? Ja, sie existieren halt einfach gar nicht. Und so eine Klippe, ja, niemals eine Mauer hinstellen. Also nicht mal einen Zaun. Das ist halt alles wirklich sehr unrealistisch gemacht worden von den Map-Herstellern. Und dass diese Licht-Schatten-Bugs auch nie gefixt wurden. Naja, man läuft drüber und dann plötzlich wechselt sich das Lichtverhältnis. Ist auch nicht gerade so gescheit. Naja. Und sie tauchen halt wirklich jetzt jedes Mal auf. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, je besser euer PC ist, desto verbuggter ist das, die Engine sozusagen. Die Engine hat immer mehr Probleme. Je besser euer PC ist, desto mehr Probleme bekommt die Engine. Und das ist natürlich schon nicht so toll. Ich möchte gerne mal wirklich die Leute fragen, wie gut ist ihr PC? Es kann wirklich sein, dass die PCs noch von 2016 von vielen. Und deshalb wird halt auch nie Kritik verübt. Ja, die dürfen ja nicht. Also ich wurde nach dem April 2020 Event wurde ich gebannt, weil ich gesagt habe, das Event ist ein bisschen verbuggt. Die Monster, ja, es war so ein, ja, so schwarze Kristalle sind aufgetaucht und haben Monster gespawnt. Event tauchen innerhalb von der Mauer auf. Die Leveler können nicht mehr ja, leveln. Hier, weil die Monster hier waren, oder? Ich war ja auch damals mit dem Beshino Level 40 und musste hier leveln noch. Und man konnte einfach dann während dem Event nicht mehr leveln. Dann habe ich einfach geschrieben, ja bitte das fixen, es ist wichtig, dass wir weiter leveln können. Und was wurde ich? Ich wurde aus dem Discord-Forum gebannt. Das ist die beste Reaktion für Entwickler, die mega überfordert sind. Ja gut, ich konnte nicht mehr weiterspielen. Ich habe ja gesagt, kann ich nicht mehr leveln und auch nicht in der Reichsschlachten aktiv mitwirken. Muss ich halt einfach, ja, das Let's Play beenden. Und dann eben, glaube ich, 2 Tage später war es, wurde ich dann aus dem Forum gebannt. Ja. Weil ich eine positive Sache genannt habe, wie das Spiel natürlich wieder ein bisschen besser werden kann. Gut. Ja. Wollte dann eine Woche später, glaube ich, ungefähr, wieder weitermachen, weil das Event dann schon vorüber war. Diese Events gehen, glaube ich, immer nur das Wochenende oder eine Woche. Und wo ist der Baba? Ich glaube in der Taverne. Ja, bin dann. Ah, das ist der Ritter. Auf der anderen Seite oben. Ja, bin dann da. Mehrmals am Versuchen gewesen, einen ganzen Part aufnehmen zu können. Und das habe ich dann ja mehrmals gehabt, diese Mega-Abstürze bei den im Launcher drin noch. Ja gut. Also das haben wir, 2 Schwerter, glaube ich. Ach Gott.
bekommen. Ich komme ja nicht mal. Komme ja nicht mal rein. Also wir haben ein Speer. Nein, es ist ein Schwert. Okay, jetzt sieht das wie ein Speer. Also Schwertskühlung. Ja, da ist es. Nein, da. Mega schlecht sortiert. Ja gut. Stumpf brauchen wir nicht. Als Eich brauchen wir nur Südkreuz und präziser Schwung. Ja, das hier. So. Dann brauchen wir aber mindestens noch ein bisschen auf Level 3 hier. Ja. Ja, schon leider. Okay. Das kennen wir glaube ich gar nicht. Weil die Zauber einfach zu wenig. Also was ich machen könnte, ist Wirbelwind. Das kann ich einfach nicht aktiv genug einsetzen. Genau, Topsucht ist sehr wichtig. So. Berserk ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Genau, Ekstase. So, und hier auch noch natürlich den Stun treten. Behutsamkeit, Defensive, naja, lohnt sich auch nicht. Genau, die Schlachtrufe. Ja, Einschüchtern ist eigentlich auch sehr wichtig. Widerstand gegen Betäubung. Das war das Wichtige. Ja. Heulen ist nicht wichtig. Ist eigentlich auch nicht weg mit ihren Köpfen, ist der Wandel. Ich weiß nicht, wieso die auf zwei Skillbäume ausgeweitet sind, aber. Wichtig. Und ja, Widerstand gegen Schwindel. Ich weiß nicht wieso steht, er macht ihn benommen, aber es ist Widerstand gegen Schwindel. Also es ist ja noch nicht es ist ja noch nicht benommen. Also so aus Kraft setzen wäre natürlich das nächste vielleicht, dass ich es gehen würde. Ja komm. Stirbt sofort, stimmt auch nicht. Doch, stimmt schon, aber es ist wirklich extremst wenig Lebensenergie, was er noch nutzen soll. Ja. Dankeschön, liebes Mikrofon. Aber ich muss jetzt ein bisschen näher ran, sonst kann ich das wirklich überhaupt nicht lesen. So 1,5 Meter weit weg und so eine winzige Schrift. Ist natürlich nicht so toll. Ja, Schwindel, das ist sowieso schwer. Das geht ja nicht. Also was ich noch nehmen könnte, ist der Stahlgemüt. Alles andere lohnt sich natürlich nicht. Es lohnt sich einfach sonst nichts mehr, außer hier nochmals irgendwie. Ja, dann nehme ich Blutdurst. Jetzt. So. Gut, da haben wir keine Kräftesets. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie sagen, machen wir RVR. Weil
Ich habe keine, ja. Okay. Da muss ich also auch nochmals zwei Kräftesets kaufen. Ja, machen wir das gleich. Ich finde das wirklich also abartig böse von den Entwicklern. Müssen wir wissen, wo die sind. Wo sind die? Ja gut, wenn man die nicht hat. Ist doch nicht bei Gestaltung, hallo. Gegenstände sind es auch nicht. Aufwertung. Wieso habe ich keine Kräfte jetzt zur Verfügung? Ah, nein, das ist das Foliant. Kräfteset. Hä, die waren mal ganz unten, jetzt sind sie irgendwo oben. Extra Kräfteset hier. Okay. Also mittig, nicht ganz unten. So. Man muss immer zwei kaufen, weil sonst habt ihr nur ein Kräfteset und das bringt null. Also ihr könnt immer nur kurz das nochmal laden. Aber ihr könnt nicht wechseln. Also ihr müsst zwei Dinge. Und jetzt könnt ihr einfach hier RVR aktualisieren. Ja. War Zone. Genau. Und dann könnt ihr dieses Set benutzen, machen. So, Dampfen muss ich vor allem auf die R1 legen, also treten, ja. Dann sicher mal, ah ja genau, die natürlich zuerst. Dann machen wir einschüchtern hier, nein, hier. Schlachtruf hier. Weg mit ihren Köpfen. Und dann fangen wir beim Schwert an. Gezielter Schwung. Behutsamkeit. Einschüchtern haben wir. Außer Kraft setzen müsste ich ja nach vorne haben. Ja. Schlachtruf. Schade, dass man das auch nicht verschieben kann. Liebe Entwickler. Jedem anderen Spiel kann man die Taskbar verschieben. Sprint. Sprint mache ich hier, weil ich ja eher einsetze. Genau, Topsucht. Topsucht. Hier. Ist das immer. Ein Knorz mit dem Skillen. So, also Schwert. Hier. So. Ein Riesenknorz. Genau, Sprint. Mit Köpfen haben wir Ekstase. Wir haben jetzt alles. Blutdurst noch, genau. So. Also. Ja, heute habe ich wieder die Ximerals bekommen. Jetzt habe ich, glaube ich, 280. Ne, 264 oder so waren es. Ja, bekommen. Und jetzt muss ich natürlich wieder zweimal Gold bekommen, dann wieder zweimal Ximerien. Und dann einmal. Nein, zweimal Kisten. Genau, dann haben wir sechs und im siebten bekommt man dann wieder Ximerien. Also es lohnt sich schon sehr. Einfach einmal kurz einzuloggen pro Tag. Lohnt sich schon sehr.
Ja, wir haben halt nicht genügend. Genau, jetzt gehen wir noch zum Lager. Ja, jetzt ist wieder ein längerer Part, aber ich will noch kurz zeigen. Also schauen, was ich hier auf dem Charakterframe habe. Also zuerst mal kurz im Charakterlager. Genau, da habe ich einfach völlige Bullshit. Feindliche Knochen, was machen die hier drin? Diamanten, genau, die kann ich alle dann drüben verkaufen. Eidechsenhaut, Sonnennachtrubin. Boah, hier habe ich alle die Sachen. Greifenschnäbel kann ich auch drüben abgeben. Dann wir neue Erfahrung bekommen. Hickory-Holzstamm hier noch. Okay. Nachtrubin. Feindliche Knochen brauche ich drüben. Eisenerz habe ich auch sehr viele. Goldtaler. Ja. Sehr toll gemacht, liebe Entwickler. So, also Diamanten, nein, hier. Diamanten. Kleidung brauche ich drüben nicht. Leerer Brief vom Valentins-Event, genau. Hier haben wir gar nichts. Also Kohle ist wichtig. Gehärtetes Holz. Hickory. Sehr wichtig. Genau, feindliche Essenz brauche ich eher drüben. Da ich mit dem Beschwörlieber Kräfte. Wahrscheinlich bin ich aber mit dem besser dran. Ach komm schon. Mega Knorz. Genau. Haben wir irgendwas für den Beschwörer? Weil der Beschwörer braucht eigentlich die Ringe des Blitzes gar nicht. Soulmonger Todeszauber muss ich auch rübernehmen. Schade, dass das Event momentan nicht ist. Ich weiß nicht, wann das ist. Eigentlich ist es immer an einem Monat. Ich tue jetzt, glaube ich, hier einfach Resistenz gegen Zauber. Knochen haben wir auch nochmal. So, nochmals aufmachen. Ja. Weiß nicht, was mit den Zombieköpfen ist. In der Bergpassage in Sirtis. Okay. Habe ich jetzt noch nie gesehen am Friedhof. Faulige Knochen. Feindliche Essenz. Ein Rezept für ein Zombie-Artefakt. Tickets, Magnetstücke, alles außer einen. Felsen. Das nervt. Hä, wieso geht? Ist das Lager voll? Wieso steht denn das nicht? Wahrscheinlich ist das Lager voll. Mal noch kurz schauen. Also einen.
okay, irgendwie etwas ist verbuggt. Ja, geht doch. Wieso geht das nicht, wenn es voll ist? Okay, mit 5 Stücken geht das irgendwie nicht. Jetzt geht's wieder nicht. Okay, dann muss ich wirklich das Lager mal ein bisschen frei machen. Naja, also, dann gehe ich ja vorüber. So, Dankeschön fürs Schauen und ja, bis zum nächsten Part oder Livestream. Tschüss. Ja, vielleicht heute, also nach dieser Folge, Livestream. Tschüss.